Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Company First 2. Heute ist der Tom bei mir. Hi Tom. Moinsen. Ja, Company Heroes ist jetzt ein bisschen länger her gewesen. Und ja, jetzt mal nach langer Zeit probiere ich es jetzt wieder. Ich weiß grob noch in Erinnerung, dass wir aufs Fressbrett bekommen haben. Behaupte jetzt einfach mal. Haben wir das? Ja, und jetzt ist, da er jetzt das Spiel hier hostet, hat er noch ein paar Sachen mit reingepackt. All Units, 98 Edit. Also wir können jetzt mehr als Standardeinheiten bauen. Also irgendwie war ja die Begrenzung 100 Einheiten, jetzt können wir mehr. Und dass wir auch irgendwie alle Einheiten bauen können, also abgesehen von Fähigkeiten. Also wir werden es im Spiel sehen. Er macht halt jetzt die Wehrmacht, ich mach mal die neuen Oberkommando West gegen einen Schweren und einen Standard Russen. Dann passt das doch. Also kannst du mal starten. Bitte ficken uns. Das wird auch richtig böse gleich werden. Ich muss mich jetzt auch entschuldigen, weil, also jetzt an euch Zuschauer, wenn es jetzt alles hier ein bisschen komisch klingen sollte. Wie gesagt, der PC ist neu. Ich muss mich noch mit den ganzen Einstellungen zurechtfinden, wie es jetzt alles war. Ich habe jetzt mal den PC auf Windows 10 hochgepackt. Es hat mir alle Einstellungen platt gemacht. Deswegen wird es schwer, weil ich Genie natürlich nicht wusste, was ich für Standeinstellungen hatte. Das heißt, ich muss noch für nach und nach für richtige Audioqualität so und Sprachqualität. Geniestreich? Nein. Für Videoqualität, Sprachqualität und eigentlich alle Qualitäten nochmal alles durchgehen. Wie was ist. Gut. Mecken können wir schneller. Ich glaube, mein Patronengurt. Nein, aber ich bin auch gerade am Überlegen. Wegen Umerta, da komme ich jetzt halt einfach nicht weiter. Zurzeit mache ich ja eher die kleinen Indie-Spiele, Horror-Spiele, aber da finde ich das jetzt auch nicht so viel. Deswegen jetzt immer spaßhalber ein Company Hero Teil. Ich würde auch gerne mal wissen, was ihr euch jetzt so ein bisschen wünscht, was ich wieder auch mal machen sollte. Noch ein paar Indie-Spiele. Mehr Company Heroes, mehr Guns of Icarus. Noch mehr zu sehen, wie ich auf Umberto auf die Fresse bekomme. Ansonsten Wir bin ich am haben das hier auch Überlegen, vorbereitet. ob ich jetzt Mafia starte, Mafia 2, oder das Spiel Mirror's Edge. Das wäre auch mal ganz nett. Eure Meinung, Pass auf, ja, es halt Tom, gegen deine Meinung. Fahrzeug erwartet Befehle. Egal. Egal. Ja, Schaust du kommt sowieso nicht. nicht, ne? Ist genau. Ja, danke. Sicherheitsmerkmal. Schwere Befestigung jetzt Genau, hier kann man erkennbar. sehen, dass man Zuschauer jetzt hier schon. alles bauen kann. Geschützbereitschaft. Oha, Bunker. 88, halt, wo willst du hin? Bereit zum Ich brauche Einsatz. dich hier, mein Wagen. Ist hier ein Notfallroboter? Nee. Mein Sani-Wagen, den packe ich hier. Da fahr direkt vors. Ach nee, halt. In der Richtung. Ich habe das Gefühl, das Spiel vorbei und du ist nicht in der Base. Sicher dieser Genau. Position und geben Ich deckende baue noch. Kommando Nein, weitere Angriffe. So. Also ja, nimm schon man muss ja ein. nicht mal bauen, ne? Das ist der Vorteil bei dir. Ja, ich habe meine Wagen, die stellen sich hier auf. Also das jetzt hier. Search study will take more time. Sichert, wenn ich schnell Sichert sonst. das Wood. Fahrzeug. Position aufgebaut. Umbau Egal, starten. erstmal. Kübelwagen. Schön kleines Versandung Auto und bereit. Jeep. Oder wie man es immer nennen will. Wo schnell kaputt geht. Ja, gut, aber dafür auch still unterdrücken kann. Ach, jetzt habe ich gar nicht auf die Uhr geguckt. Ach, doch, da oben ist eine. So, Bereich und dann nehme ich mal sicher, hier meine gegen die Sektoren links Rückendeckung bis ein. vorrücken. Stürmen und den Bereich verteidigen. Und mein Kübelwagen ist fertig. Aber wir haben die Kübelwagen Russen. bereit. Das wird ein Spaß mit denen. Du fährst jetzt Fahrer, hier lang. weiter nach vorn. Nö, nö. Rückendeckung und bleib unten. Oder halt, ich schicke den hier hin. Einfach direkt mitten Der rein. mobile Kommandoposten ist bereit. Kann ja Der nur schief stationäre gehen. Posten ist jetzt betriebsbereit. Ja, schauen wir, es kann nur schief gehen, ne? Genau. Fängt schon an. Dann Verschont wir die ersten diesmal das Russen. Getriebe. Feuer! Bereit, Feuer! Maschine Anweisung schießt! auf. Wird angegriffen. Dummes Auto. Es geht Mach mich los. platt. Unterdrück sie und lass dich doch nicht Bereit zum zerschießen. Einsatz. Was soll das? Ja. Raus aus der Hoho. Angriffszone. Fahr, fahr. Es ist tot. Evakuieren. So Taxi ist halt. verschwindet man Autos. Nein, ich habe jetzt hier gerade Russen mit deren schweren Gewehren. Da hält es natürlich gar nichts aus.
aber perfekt für Anti-Infanterie haben wir die falschen Jäger. Die sind präzise wie Sau und zerschießen einfach alles. Oh, flieht mal lieber. Ihr flieht und werdet von falschen Jägern abgelöst. Okay. Ach, wie er kratzt mir jetzt hier ab noch. Oh, ich kann ja alles bauen, oha. Jägerverdrecksschwörung. Nicht schlecht, dieser Mod. So, aber jetzt erstmal. Was ist bei dir? Ich versuch's gerade. Gib ihn, genau. Wird schwer, aber sollte ich hinbekommen. Sind zwar verletzt und damit schon die Scharfschützen. Das wird schwer. Schieß auf die Scharfschützen, schießen, holen dir! Oh, das war so unnötig. Macht mich fertig, ja Leute. So, ihr geht nach vorne, ihr geht nach hinten, lasst euch auffallen wie die Pioniere. Ah, die Pioniere werden automatisch hochgeheilt, auch nicht schlecht. So, was sind das jetzt hier für welche? Leichter Jägerverdreh spät. Was haben die ihn so für Waffen? Sieht aus wie ein normales Gewehr. Versorgungshalbkettenfahrzeug erwartet Befehle. Holt sie euch! Sie werden ihr blaues Wunder! Bleibt in Bewegung! Sie können nicht schießen! Boah. Das ist im Prinzip Einschuss, ein Treffer. Oh, Granate, ich bin Katzen. So kann man auch Truppen verlieren. Das ist herrlich. Absolut. Immer richtig gut, ja. Gutes Ansichtssache gerade. Ich glaube an dich, dass du verlierst. Ja, irgendwie. Du hast ja irgendwie nur leichten. Was ist das für ein Infanterie? Ach du Scheiße. Ich soll auch mal ein bisschen mehr holen. Hast du keine Chance? Oh, die haben meine Pioniere getötet. Was soll der Dreck? So, falls schon wieder ein schweres MG, fickt euch. Weißt du, ich habe hier gerade mal nur einen und die können jetzt dich von hinten holen. Pass auf. Jetzt wird's spaßig. Ah, es leckt gerade ein bisschen. Wehe, die werden wieder so ein Passkanalte. Meine Truppen explodieren einfach. Das ist doch ein Scheißdreck. So, du bist noch da. Ihr erobert. Diese Exo-Truppe, die letzten Russen da. Ah. Ah, das hat er schon. So, sollten von da die Russen kommen, dann werden sie unter das MG-Feuer genommen. Hier sind sie. Schön herrlich. Wir haben den MG-43. 34, so. Und dann wird der nächste Punkt hier. Treibstoff brauchen wir. Wie läuft's bei dir gerade? Ich überlebe's. Also suboptimal. Nö, ich überlebe's. Echt gut. Und das ist ein Fahrzeug, das ist spaßig. Du? Ja, Fahrzeug. Crew, wow, was kann ich als bauen, ey, bitte schön. Ach, fuck, bei mir ist ja ein Fahrzeug. So, ich will den da haben. Oh, anscheinend fokussieren sie sich jetzt gerade auf dich. Sollen mich nicht stören. Doch, okay, nee, schon, ne? Weil ich, wenn ich gebrannt werde, ne, dann hast du auch ein Problem. Ja, nicht. Ich dann ich positioniere einfach mal bei dir hinten, ne? So ein Infanteriegeschütz. Also es muss erstmal gebaut werden. Bereit zum Ausführen. Los, weiter vorwärts. So, nimmt ein. Wäre sehr nett. Danke sehr. Also bei mir ist gerade irgendwie niemand. Auf Gegenangriffe aufpassen.
Und bei dir wahrscheinlich alle, oder was? Bennett, ja. Schade, dass man nicht irgendwie Einheiten übergeben kann oder sowas. Könnte ich jetzt so ein Geschütz mitgeben. Besatzung erwartet Befehle. Gruppe bereit. So, dann mal die da oben, die nehmen ein. Oh, das schöne Geschütz. Hier. Das kommt noch da. Das sind einfach Aufklärer, die da was. Jo. Ich will mal schauen, ob ich die da vorrücken kann oder nicht. Was? Geht einfach. So, die werden jetzt das Kreuzfeuer genommen. Okay. Ja, was gegen Fahrzeuge? Oh oh. Lauft! Da könnte ich mich gegenhalten. Nehmen das mal aus, nein, oder? So, ihr positioniert euch jetzt dann da. Das Fahrzeug kommen sollte, dann haut da drauf. Oder du hast nichts gegen Fahrzeuge. Hä? Du hast nicht gegen ein Fahrzeug. Geht. Eher weniger. Aber ich sollte damit klarkommen, wenn das jetzt ankommt. Ich habe ein schweres MG und notfalls hier kann ich eine Panzerfaust abfeuern. Die heilen jetzt auch auf. Voreinstellen. Nee, ihr seid Feuer frei. Ihr seid auf alles schießen, was sich bewegt. Ah, die kommt noch da hin. Männer, bereit machen! Mhm. Ja. Ja, Fahrzeug ist hier, ne? Ich lauf. Und hier ist noch ein Fahrzeug. Wie es einfach nicht schießt, das Ding. Ach, jetzt schießt du. Auf einmal. Oh. Ich muss ohne ein Fahrzeug. Was kann ich mir schon holen? Halbkette nicht mehr. Was Stärkeres. Infrarot, Infrarot. Vielleicht jetzt hier. Da wird da nichts anderes übrig. Hey, aber warum kann ich hier kein Königsjäger oder sowas bauen? Das kannst du. Du musst noch den anderen bauen. Lass dir noch einen Wagen, du brauchst die dritte. Na, eigentlich den Königsjäger kann ich ja eigentlich beim Kommandohauptquartier bauen. Nö, den musst du jetzt hier bauen. Ach da, ah, jetzt sehe ich's auch. Ja, ich hab schon gesehen. Und mir fehlt Treibstoff. So. Mal jetzt bauen hier. Ja, ja. Das Ding besetzen wir noch. Ta. Achtung, macht euch bereit. Ah, ich hoffe, man nichts auf Fahrzeugen. Ausschließlich Abwehrfeuer. Ach, das ist auf den Haufen schön. Gruppe, bereit machen für Befehle. So. Der Turm ist wieder vollständig und ab nach vorne mit euch. Viel Spaß. Das wird so in die Hose gehen. Panzerfusiliere. Nee. Bereit zum Ausführen. Panzerspähwagen oder weiterhin aufs schwere Panzerding sparen. Ah, es gibt's doch nicht. Feuert halt, warte, halt den Raketen. Ja! Schieß! Schieß! Du kommst nicht mehr, du hast Motorschaden. Ich hab's hier nicht gelegt. Ah.
Fuck. Nochmal. Granate. Uhaha. Nochmal, Panzer raus. Stirb doch einfach. Mach's dir nicht so schwer. Jawohl, ich schieß auf meine Leute auch noch. Ich. Ja, Hauptgeschütz zerstört. Das Ding schießt sich auseinander. Hinterher, hinterher. Das ist euer Kill. Und Feuer frei. Panzer ausgelöscht. Bereit machen zum Kampf. So mag ich das. So, die Faust. Boah, Junge, noch einer. Oha, du bist zurück. Ihr habt gekämpft. Kämpft. Macht irgendwas. Nicht sterben. Kämpfen. Ach, Pisse. Kämpft ihr? Ja, ihr kämpft. Danke. Schraubt euch dann den Schutz und dann gibt ihn. Nicht Granate! Lauft! Ich brauch Truppen. Das steht schon mal. Das Kommandoheimkettenfahrzeug wurde zum Hauptquartiergebäude umfunktioniert. Tata, tata. Fallschirmjäger sind kampfbereit. So, Jude, da war aufgeheilt. Achso, wir haben jetzt einen mit der Schwierigkeitsstufe normal und einen mit schwer. Und wir schlagen uns ziemlich bescheiden. Gefechtspaket bekommt er, wir brauchen Raketenwerfer. Panzerfüsiliere an die Front. Panzerfüsiliere, jo. Alle da, alle da, alle aufgeheilt. Und dann nach vorne. Hast du schon ein Panzer oder so? Ich habe das Quartier für den Panzer, ja, aber mir fehlt der Treibstoff. Ich habe akuten Treibstoffmangel. Wenn der Bereich gesichert wird, die Luftwaffe meldet, dass Fallschirmjäger jetzt einsatzbereit sind. Russen, Russen, holt sie euch. Übermacht. Ich stürme ja, wo macht mal. Was ist hier so? Aha, viel Spaß. Das war deine Pack. Bereich gesichert. Bewegungsbefehl. Los geht's. Auf zum nächsten Punkt. Ah, wir gehen mal über die Mitte diesmal. Ich versuche jetzt mal über die Mitte was einzunehmen und dann den in der Seite zu fallen, dir zu helfen. Ja, wir müssen sonst sehen, wie mal du was errichten. Eine Mauer, so dass nur noch auf eine Seite kommen können. Diese Brücke kannst du zerstören, ne? Dann kannst du bei dir schon mal nicht kommen. Ja, toll, dann kannst du aber direkt links daneben und rechts daneben vorbeifahren. Egal. Hey, Junge, was habt ihr denn da schon wieder? Warum die in Schirmen? Warum die Russen in Schirmen? Gibt's doch nicht. Hier, Raketenwerfer. Friss. Friss und stirb daran. Motorschaden, jawohl. Oh, ich muss mich zurückziehen aus der Mitte. Da haben wir auch schweren Flammenwerferpanzer. Viel Spaß. Ja, ich bin ziemlich mich gerade zurück. Problem, ne? Gerade entschieden, ne? Ich habe nichts, was ich dagegen setzen kann. Ich habe eine Pack. Ja, ne Pack. Ja, obwohl doch kann ich auch. Panzer Raketen davor. Brauche ich. Zwei. Man sieht eine 88er Pack fahren. Ja, drei. So, und deine Seite da schicke ich jetzt einfach mein Infanteriegeschütz mit. Jetzt intelligent genug ist. Erstmal aufgeheilt. Oh.
Fahrzeug hier bei uns. So der Scheiß. Ich fass. Feuer einstellen. Auflösen. Ich werde es versuchen. Die Abwehrbatterie ist einsatzbereit. Der Trupp ist wieder vollzählig. Oh, Flammenpanzer bei mir. Ha, Spaß. Jetzt siehst du mal, wie man so ein Ding zerstört, ne? Vielleicht bei uns bitte den. Oh. Los, Biest. Los. Und Schuss. Mein Infanteriegeschütz lenkt es ab. Siehst du, ich opfere es sogar, okay, damit du es töten kannst. Los. Los, ich schieße, scheiß Idiot. Schuss. Weg. Sehr schön. Und jetzt zurückziehen, bitte zurückziehen. Wow. Präzision wie ein Stück Scheiße. Achtung, macht euch bereit. So, jetzt wird auch mal alle wieder richtig gesund und voll besetzt. Oh, Achtung, pass auf dein rechtes Infanteriegeschütz ab. Das wird sowieso, glaube ich, nicht überleben. Oh, hinter mir kommt noch mal so ein Scheißding. Ja, ist gut. Eine Geschützbedienung wurde eliminiert. Ah, Junge, seid ihr unfähig. Und Schluss. Oh. Ah, ich hab nicht gedacht. Los! Los und abfahren. Was hast du an Luft gejagt gerade? Wieder ist so ein kleines Invas. Hallo. Rettet die Ressourcen. Ressourcen. Jawohl! Direkt Panzer. Direkt immer in meine Raketen wieder rein. Ne? Hä? Sollte mal Punkte einnehmen. Oh, das wäre optional. Wir haben uns hier auf vorbereitet. Erwarten Befehle. Achtung, deine Dinge werden angegriffen. Ne? Jo, ich. Rettet, was ihr könnt. Ah, ich muss die Ressourcen. Panzer bei dir. Komm schon, dreht euch, dreht euch, dreht euch. Oh, lasst euch doch nicht hinrichten, ihr müsst drehen und schießen. Genau. Ja, lasst euch noch auseinandernehmen. I come for you. I help you. So, komm, das Ding nehmen wir auseinander einfach, bevor wir das wieder besetzen. Nimm es dahin. Oh, ich kann sogar einen Tiger ausbauen. Was kannst du? Ein Tiger ausbauen. Geil. So, ihr besetzt das Ding wieder. Passt das auch. Ah, ihr repariert. Oh, und ihr rückt nach vorne und holt den Punkt. Ah, hier geht mit. Oh. Blick auf die Uhr verrät mir, das soll es erstmal für den ersten Teil, der wieder ein bisschen zu lang geraten ist, sein. Ja, unsere beschauliche Situation wird im nächsten Teil, ich glaube, nicht mehr besser, aber naja. Ich werde gerade überrannt. Wir ziehen uns da mal besser zurück. Danke euch, Leute, fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.